Ja, alles klar. Okay. Jetzt kommt Pascal vom Give Back Day, was genau. Ich eine sehr gute Sache finde, ein sehr schönes Event. Und von daher, alles Weitere wird er euch erzählen. Vielen Dank, Pascal. Ja, danke auch an euch. Ja, hallo zusammen. Hallo liebe Demonstranten, Friedensaktivisten, besorgte Bürger und Passanten. Es ist wunderschön, heute hier sein zu dürfen, auf der dritten bundesweiten Mahnwache in Berlin. Als allererstes einmal ein riesiges Dankeschön für die wunderbare Organisation dieser Veranstaltung. Danke an jedem, der dazu beigetragen hat, diesen Tag hier zu ermöglichen. Ich denke, wir alle stehen hier, weil wir uns eine gerechtere und friedlichere Welt wünschen. Eine Welt ohne Hass, ohne Krieg, ohne Elend und ohne Leid. Und es kann nicht oft genug gesagt werden, um das zu realisieren, müssen wir verstehen, dass jeder Einzelne von uns ein Teil des großen Ganzen ist und dass der Frieden, den wir uns wünschen, immer bei uns selbst anfängt, bei niemand anderem. Nur wir selbst sind es, die auf unsere tagtäglichen Entscheidungen Einfluss nehmen können. Wir können unsere Politiker oder wen auch immer nicht dazu auffordern, für eine gerechtere Welt einzustehen, wenn wir es selbst nicht schaffen, unseren Mitmenschen Liebe und Respekt entgegenzubringen. Daher mein Appell an jeden: Werdet aktiv, sei es noch so klein. Doch jedes Lächeln, jede positive Energie, die fließt, und jedes strahlende Auge bringt ein klein wenig mehr Frieden auf diese Welt. Ich denke, wir alle sind Menschen, die gemeinsam etwas bewegen möchten. Menschen, die miteinander und nicht gegeneinander agieren. Menschen, die sich von dem gesellschaftlichen Egoismus abgrenzen und distanzieren. Menschen, denen es nicht um Profit, Gier und Geld geht. Menschen, die für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einstehen. Ich bin heute aus zwei Gründen von Düsseldorf nach Berlin angereist. Einerseits, weil ich diesen enorm wichtigen Tag gemeinsam mit euch verbringen möchte. Und zum Zweiten, um euch ein Projekt vorzustellen, das von ehrenamtlichen und leidenschaftlichen Friedensaktivismus lebt. Dieses Projekt nennt sich Give Back. Was bedeutet Give Back? Übersetzt heißt es, etwas zurückgeben. Und genau darum geht es. Es geht darum, sich mit den Menschen zu solidarisieren, die unter den katastrophalen Auswirkungen unseres Wirtschaftssystems leiden. Denn der Kapitalismus ist darauf ausgelegt, dass es einer kleinen Masse an Menschen durchweg um einiges besser geht als dem Großteil der Bevölkerung. Und deswegen leben wir weiterhin in einer Gesellschaft, in der wir täglich mit der Ignoranz, der Diffamierung und dem Konkurrenzkampf konfrontiert werden. Ein Großteil unserer Medien versucht weiterhin Feindbilder zu schaffen, um die Menschen zu spalten. Wir werden von klein auf dahingehend konditioniert, gegeneinander und nicht miteinander zu agieren. Bereits in der Grundschule wird den Kindern eingeredet, maximale Leistung zu erbringen, um besser zu sein als ihr Gegenüber. Wir leben in einer Zeit, in der sich das Kapital zu einer eigenen Religion entwickelt hat. Und wir haben uns längst fest in diesem System etabliert und kennen es kaum anders. Der Mensch liebt die Gewohnheit. Doch wer sagt uns denn, dass wir nicht in eine Zukunft schreiten können, in der es keine 805 Millionen hungernden Menschen mehr gibt? In eine Zukunft, in der wir nicht von außen aufgrund unserer Hautfarbe, Herkunft oder Religion voneinander getrennt werden. In eine Zukunft, in der der Mensch zurück aus seinem Ursprung findet und Werte wiederentdeckt, die Nächstenliebe und Zusammenhalt demonstrieren. Wir selbst sind die Konstrukteure unserer Gegenwart und dürfen uns nicht einreden, wir wären zu machtlos, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Ab dem Moment, an dem wir anfangen zu realisieren, welche Auswirkungen unser Handeln nach sich ziehen kann, erkennen wir zwangsweise die Bedeutung und Notwendigkeit unseres Daseins. Zufriedenheit und innerer Frieden sind die kostbarsten Errungenschaften in unserem Leben. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen, lediglich um uns vor Außenstehenden zu profilieren. Denn das Wichtigste am Ende des Tages ist immer noch, dass wir mit Selbstachtung in den Spiegel gucken können und für unsere eigenen Prinzipien einstehen. Die Strafe der Gesellschaft ist nichts verglichen mit dem, was wir unserem Gewissen antun, wenn wir wegschauen und das Leid ignorieren. Wenn wir nicht anfangen, etwas zu verändern, dann macht es möglicherweise keiner. Es liegt in unserer Verantwortung, ein wenig Menschlichkeit und Nächstenliebe in die Welt hinauszutragen. Wir leben in einer Welt, in der die 85 reichsten Menschen ebenso viel besitzen wie die 3,5 Milliarden ärmsten Menschen. Es sind Menschen, die am Abgrund stehen.
Menschen, die ihr Leben riskiert haben, um dort zu stehen, wo wir gerade stehen. Menschen, die vor Krieg und Bombenangriffen fliehen müssen, ihre Familien zurücklassen und sie möglicherweise nie wiedersehen werden. Menschen, die jeden Tag jämmerlich verrecken, weil Wasser und Nahrungsquellen von westlichen Großkonzernen privatisiert werden. Wir können uns nicht weiter einreden, dass unsere Politiker und Machthaber alles schon im Griff hätten. Nein, denen da oben geht es nur um steigende Profite und um ihr Eigenwohl. Von all dem Leid, was durch die Machenschaften derer resultiert, bekommen wir wenig mit. Oder wisst ihr, wie viele Menschen schon gestorben sind aufgrund der Waffenlieferung der deutschen Bundesregierung, welche durch unsere Steuergelder mitfinanziert wurden? Wisst ihr, wie viele Menschen in Afrika jeden Tag verdursten und sterben, weil die Konzerne, dessen Produkte wir kaufen, Wasserquellen privatisieren lassen, Bodenschätze beanspruchen und Elend und Leid mitzuverantworten haben? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie es ist, Angst um das Leben meiner Familie zu haben, weil in meiner Heimat Krieg herrscht und Bomben fallen. Ich habe auch nicht den Hauch einer Ahnung, wochenlang nicht genug zu essen und zu trinken zu haben, weil ich auf das Wasser vor meiner Haustür nicht zurückgreifen kann, denn dies wurde schließlich von Nestle privatisiert. Hunderte Millionen von Menschen erleben das jeden Tag. Mehrere hundert Millionen Menschen, die verdursten, versklavt werden, vergewaltigt werden und sterben. Diese Zahl ist für uns gar nicht greifbar. Es ist unfassbar. Aber das, was wir hier in den Industrienationen jeden Tag erleben, spiegelt nicht im Ansatz das derzeitige Weltgeschehen wider. Hunger, Leid und Krieg herrscht mittlerweile sogar in Europa. Und lediglich mein Glück, in Deutschland in relativ guten Verhältnissen aufgewachsen zu sein, ist dafür verantwortlich, dass ich dieses Leid nicht erlebe. Ist das fair? Ist Kindersklavenarbeit fair? Ist es legitim, Menschen zu töten, um von Ressourcen zu profitieren? Nein! Ist es fair, dass vor unserer Tür Menschen verelendigen? Nein! Richtig, nein, das ist nicht fair. Und trotzdem tolerieren viele von uns und ignorieren das Leid. Wir leben hier im kompletten Überfluss. Jeder Deutsche wirft im Durchschnitt 82 Kilo Lebensmittel jedes Jahr weg. Insgesamt ergibt das jährlich 6,7 Millionen Tonnen. Gleichzeitig haben 805 Millionen Menschen nicht genug zu essen. Ist das fair? Eins ist klar, wir richten unseren Reichtum auf dem Rücken der dritten Welt. Unser Reichtum basiert auf deren Armut. Und dennoch stempeln wir nicht selten alles als selbstverständlich ab. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir genug zu essen haben, dass es unserer Familie gut geht und wir in Frieden leben können. Es sollte selbstverständlich sein, leider ist es das nicht. Wir sollten viel öfter dankbar für das sein, was wir haben. Es ist an der Zeit, etwas zu ändern, meine Freunde. Aktivismus ist kein Hobby oder eine Nebenbeschäftigung. Es ist die einzige Möglichkeit, sich all dem zu entgegnen. Das Ganze macht mich unglaublich wütend. Doch Hass bringt nichts. Er wird kontraproduktiv. Wie es auf den Mahnwachen so oft gesagt wurde, wir sollten unsere Energie für etwas einsetzen und nicht gegen etwas. Und an diesem Punkt komme ich zurück zu dem eigentlichen Sinn und Zweck meiner Rede hier. Ich möchte euch das Giveback-Projekt vorstellen. Giveback steht für Solidarität, Nächstenliebe, Respekt und für Gerechtigkeit. Giveback hat sich vor 1,5 Jahren zusammengesetzt aus einer kleinen Gruppe von Freunden, die nicht lediglich über die Missstände dieser Welt reden wollten, sondern aktiv etwas bewegen möchten. Das Leid jener lindern, die unter den grauenhaften Auswirkungen unserer Kapitalgesellschaft und Leistungsgesellschaft leiden. Was oft vergessen wird, ist, dass das Leid bereits vor unserer Haustür existiert. Aus diesen Gründen haben wir in Düsseldorf angefangen, den Giveback Day auszuführen. An diesem Tag schmeißen wir alle etwas Kleingeld zusammen, sortieren alte Kleidung aus, gehen gemeinsam einkaufen, schmieren Brote, besorgen Hygieneprodukte, packen unsere Rucksäcke voll und verteilen das Vorbereitete anschließend an die obdachlosen und bedürftigen Menschen, die es hier auf der Straße leben. Es ist ein wunderbarer Weg, sich für den Menschen einzusetzen, Kontakte zu knüpfen und die Menschen zusammenzuführen. Wir sind keine Organisation oder ein Verein, sondern waren anfangs nur eine kleine Gruppe von Freunden, die aktiv etwas bewegen wollte. Im letzten Jahr haben sich unfassbar viele Aktivisten an unseren Aktionen beteiligt und der Giveback Day konnte in weiteren Städten etabliert werden. In 10 deutschen Städten
hat der Give Back Day bereits stattgefunden. In 5 dieser Städte, in Duisburg, Gladbach, Düsseldorf, Dortmund und Essen, findet der Give Back Day mittlerweile regelmäßig statt. Alle 4 Wochen. Wir halten zusammen, denn unsere Aktionen verbinden. Wir haben etwas verbreitet, das man nicht mehr aufhalten kann. Und genau das bedeutet für mich Friedensaktivismus. Und das ist auch der Grund, warum ich hier heute vor euch stehe. Ich weiß, dass die Menschen aus ganz Deutschland sind. Und unser großes Ziel ist es, dieses wunderbare Konzept, die Idee des Teilens, in weitere Städte zu tragen. Lasst uns Multiplikatoren sein. Multiplikatoren der Liebe, des Friedens und der Solidarität. Wir können uns gemeinsam für die Menschen einsetzen, die jeden Tag auf der Straße hungern, frieren und ignoriert werden. Diese Menschen freuen sich oftmals schon über ein kleines Gespräch, ein Lächeln und etwas Aufmerksamkeit. Ein weit verbreiteter Trugschluss ist es, dass die Menschen, die auf der Straße leben müssen, es oftmals selber schuld sind. Hinter diesen Menschen stecken meistens unfassbare Geschichten, harte Schicksalsschläge und eine erschreckende Vergangenheit. Geht auf diese Menschen zu und denkt nicht oberflächlich, bitte nicht. All das Leid existiert vor unserer Haustür. Und das wohl Schlimmste für die Betroffenen ist das tägliche Erleben der gesellschaftlichen Ignoranz. Lasst uns gemeinsam etwas Großes auf die Beine stellen. Doch dafür brauchen wir jeden Einzelnen von euch. Es wäre unfassbar, den Give Back Day demnächst auch in weiteren deutschen Städten etablieren zu können. Wir möchten auch in München, in Berlin, in Bremen, in Stuttgart, in Heilbronn, in Hamburg, in Nürnberg, in Hannover und in jeder weiteren Stadt den Give Back Day ins Leben rufen. Denn durch diese Aktionen haben wir bisher schon so viele tolle Erfahrungen gemacht, unglaubliche Menschen kennengelernt und Werte wiederentdeckt, die wir glaubten verloren zu haben. Lasst uns heute in den Dialog treten. Spricht mich einfach an oder gebt mir irgendein Zeichen und ich komme auf euch zu. Wenn ihr Lust habt, diese Aktion in eurer Stadt durchzuführen, dann werden wir euch so gut es geht unterstützen. Wir freuen uns unfassbar über jede weitere Stadt, in der der Give Back Day in Zukunft stattfindet. Lasst uns gemeinsam etwas Großes bewegen. Lasst uns für den Menschen einstehen und jene unterstützen, die jeden Tag Leid und Hunger spüren. Denn solange das Streben nach wirtschaftlichen Profiten höhere Priorität hat als das Streben nach menschlichem Wohlbefinden und globaler Gerechtigkeit, leben wir weiterhin in einer selbst errichteten Parallelwelt. Solange soziale und menschliche Werte von den Interessen einiger wenigen Lobbyisten unterdrückt werden, sterben weiterhin unschuldige Menschen. Solange der Einzelne nicht erkennt, dass er ein Puzzleteil des gesamten Konstrukts ist und sich weiterhin an der systemkonformen Ordnung orientiert, sind wir von Gerechtigkeit und Frieden noch weit entfernt. Doch wir können gemeinsam etwas bewegen. Es liegt in unserer Hand, meine Freunde. Ich freue mich gleich auf die Dialoge. Danke an jeden, der mich zugehört hat. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Veranstaltung. Dankeschön. Dankeschön, Pascal.